So, liebe Leute, grüß euch. Was ich heute vorhabe, und zwar möchte ich den Hintergrund anbringen. Schauen wir mal, ob uns das gelingt. Sparkle ist da im Hintergrund. Ich weiß nicht, ob ich einen kompletten draufbringe heute, weil ich habe da noch ein bisschen Holz rumliegen. Ja, aber wir schauen uns das jetzt einmal an. Wir packen jetzt einmal den Hintergrund aus und dann sehen wir weiter. Hallo liebe Abonnenten, hallo YouTuber. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Freut mich. Wir haben da ein großes Backerl vor uns liegen. Und da sollte der Hintergrund drinnen sein. Und das packen wir jetzt gemeinsam aus. Der Hintergrund besteht aus 4 Teilen und hat eine Gesamtgröße von 265 x 80 cm. Ja, und da bin ich gerade dabei, mit den ersten Markierungen zu machen, damit der Hintergrund dann halbwegs gerade wird. Mit einer Wasserwaage ziehe ich immer da ein paar Linien, aber das kennt ja jeder, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Ich habe mich entschlossen, ich werde das wieder Aufwasser behandeln und werde an so einem Gleister, an so einer Schachtel mit 4 Liter Wasser verdünnen und ein bisschen Leim auch dazugeben. Und da geht es ja schon los mit den Vorkleistern der Wand. Das muss man ordentlich einstreichen. Aber jeder von euch wird schon mal tapeziert haben. Also kann man vorstellen, dass sich jeder auskennen wird. Tapetenvorkleistern kennt auch jeder. Ja, und da haben wir auch schon unser erstes Teil an der Wand. Ordentlich anrollen.
Ja, das war's ja schon. Im ersten Stück. Was ich jetzt vorhabe, ich werde jetzt dieses Regal bis ganz nach oben setzen, damit ich noch einen Hintergrund hinbekomme, damit noch Platz dafür ist. Dann muss ich aber jetzt alles ausräumen, wegschrauben, raufsetzen und wieder anschrauben. Vielleicht gebe ich unten ein paar Stützen noch rein. Werden wir sehen. Das machen wir jetzt einmal. Und hier seht ihr das Ausräumen der Vitrine. Alle Teile werden da links auf ein Brett geschlichtet. So, ausgeräumt haben wir es jetzt. Und jetzt setzen wir das Ganze so um die 25 bis 30 cm nach oben. Ja, und wie ihr seht, die Wand war mal rot in dem Zimmer. Ich muss schauen, ob ich noch Farbe habe, damit ich das Ganze dann drunter streichen kann. So, jetzt schneiden wir sie einmal Distanzstücke zu. Abstützungen quasi. Thank you.
Ja, und da ist die Vitrine auch schon wieder montiert. Ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, ich habe vergessen, dass ich auf Aufnahme drücke bei der Kamera. Aber ihr seht ja eh, wie das Ganze jetzt ausschaut. Und jetzt geht's ja wieder weiter mit dem Einräumen der Vitrine, damit wir das fertig bekommen. So, wie ihr seht, das wäre jetzt einmal geschafft. Jetzt muss ich natürlich schauen, ob ich noch ein bisschen Farbe zu Hause habe. Dann kann ich das Rote einmal wegmachen. Das machen wir jetzt als nächstes. Ja, und wie ihr seht, eine Farbe wurde gefunden. Und jetzt bin ich gerade noch dabei, die Vitrine unten ein bisschen abzukleben, damit ihr das nicht irgendwie anbaut, wenn ich dann die Wand streiche. So, das war's. Mit Versetzen sind wir fertig, ihr seht. Eingestrichen haben wir es auch schon mit der Wandfarbe. Zum Glück noch passend zu Hause gehabt. Ja, und jetzt kann man dann noch Abschussleisten drauf da und eine vordere Frontleiste auch noch, damit es ein bisschen schöner ausschaut. Und dann kommt die Hintergrundplatte. Die wird ungefähr so hoch werden dann. Dann geht's los. Ja, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Hinter mir seht ihr die bereits fix montierte, weiß grundierte Wand, auf der wird dann noch tapeziert
Vielleicht werden sogar händisch Wolken drauf gemalt, ich kann es nicht sagen. Je nachdem, was besser rüberkommt. Es wird auf jeden Fall noch einen zweiten Teil vom Video geben, weil ich bin noch lange nicht fertig, es gibt noch genügend zu machen. Hinterlasst mir vielleicht Kommentare, Wünsche, Beschwerden oder Anregungen. Vielleicht abonniert sogar meinen Kanal, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt. Aber vergesst dann bitte nicht auf die Glocke, damit ihr rechtzeitig informiert werdet, wenn das Video rauskommt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Euer Michi. Pfiat euch.